Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 18.12.2020. Und damit den Hexensabbat, den großen Verfall im Dezember. Es verfallen Optionen, es verfallen also Optionen auf den DAX, auf die Einzelwerte. Es verfallen die Future-Kontrakte und damit ist es ein recht großes Verfallsevent, an dem mehrere Produktgruppen der Terminprodukte verfallen und dementsprechend der ein oder andere vielleicht noch versuchen kann, seine Position ein bisschen ins Plus zu bringen. Wir hatten ja gestern schon mal, oder vorgestern glaube ich, schon mal ein bisschen drüber geguckt und für uns so entschieden, naja, das kann auch einfach nach oben durchrennen, der muss sich da nicht unbedingt dran halten. Bisher sieht es ganz so gut aus. Ne? Unser DAX ja zeigt hier ganz klar Richtung Allzeithoch und scheint hier quasi ein bisschen zu schweben. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass hier durchaus viel Bewegung kommen kann zum Donnerstag, dass der DAX durchaus vielleicht auch probieren könnte, hier ein bisschen stärker auch zur Seite zu schlagen, auch zum Nachmittag zu Terminen. Das ist alles recht ruhig geblieben, kam auch kaum was, also keine Notenbanken da gewesen. In der Nacht kommt jetzt die Bank of Japan. Die können vielleicht noch mal ein kleines Gap reinbringen, aber so hat er sich doch schon sehr stark ja, an unserer oberen Kante hier so rumgeschabt. Ne? Wir hatten ja gesagt, also also prinzipiell erstmal hoch bis 6,50, 6,80, das war soweit ihr erstmal erwartet, bis ran vielleicht dann die 700, dann sollte DAX deutlicher zurücksetzen, bis in den 450er Bereich hier einmal auf die letzten Hochs von oben draufsetzen und wieder zurück. Und er ist da noch nicht so richtig runter von der Route, aber auch nicht so richtig mehr drauf. Also, das ist ja schon dolle grenzwertig. Ich würde es jetzt einfach mal so drinstehen lassen. Das sieht natürlich mittlerweile hier doll überladen aus, unser Chart. Ich glaube, hier klicke ich auch einfach mal ein paar Sachen weg, die jetzt so geklappt hatten, aber die wir jetzt nicht mehr brauchen, wie den Long Trigger hier unten, das ist nicht aufgegangen, der Short Trigger, der hatte funktioniert gehabt, da kann man ein bisschen aufräumen hier, der Short Trigger auch weitestgehend geklappt, der Short Trigger auch, der Long Trigger auch wenn ich sie nicht erreicht, dann haben wir hier erstmal wieder ein bisschen mehr Überblick, dass sich das nicht so überfrachtet und überladen aus. Ja. Was soll ich Ihnen eigentlich erzählen? Letztendlich steht alles da, ja. Geht er über die 700 drüber, dann hoch 800, 13.800, neues Allzeithoch hoch. Das wäre erreichbar, das wäre drin. Das sind jetzt nur noch 100 Punkte. Also das ist nur wirklich ein, das ist nur, da gehört nur nicht viel zu. Sollte er drüber durchsteigen oder hinweg durchsteigen, denkt nicht, dass dort die Welt enden muss. Natürlich so ein Allzeithoch auch natürlich deutlich reagieren. Das ist ein markanter Hochpunkt. Das heißt, eine Doppeltopbildung ist dort möglich. Auch dort wäre übrigens dann Bewegungsziel die 450, ne, wenn er deutlicher dort wegknallt. Zwischenziele sind dann eben hier in dem Bereich, wo die Range war, so um die, ich sag mal, 680 rum. Dann die 580 rum. Ja, wartet. Ja, 6,80, 5,80 und 4,50. Das wären eigentlich jetzt so die Rücklaufziele, wenn die 13.800 deutlicher reagiert. Aber dann sollte er vielleicht per Aufwärtsgap dran eröffnen und dann nach unten kontern. Wenn er es im Tag, wenn er, wenn er, wenn er tief startet und sich im Tagesverlauf hochdrückt, glaube ich gar nicht mal, dass der da wirklich viel wegkommt zum Freitag. Der wird wahrscheinlich dann einfach dran liegen bleiben und auf Tageshoch aus der Woche rausgehen. Das auf Allzeithoch aus der Woche rausgehen, das wäre schon fast üblicher dann. Also dass er zum Freitag dann da, was weiß ich, Mittag oder so noch eine brutale Umkehr hinstellt, wäre eher untypisch. Außer er startet halt gleich recht hoch mit Aufwärtsgap in den Handel rein, macht dann hier schnell dran, stößt sich nach unten weg, macht Gap zu und dann die einzelnen Rücklauflevel. Das wird noch gut passen, ansonsten das soweit egal. Mir ist gestern ein kleiner Fehler unterlaufen, habe ich gesehen, wenn wir auf die Scheine gucken. Wenn wir, warte, was wollte ich zeigen? Die Scheine. Wenn wir auf die Scheine gucken, habe ich hier gestern einen falschen Schein reingehangen. Auch in den Kommentaren auf YouTube. Ich habe das dann auch angepasst. Vielleicht hat das der eine oder andere nicht gemerkt. Ne? Für neue Aufwärtstrades. Also wer jetzt zum Beispiel auch sagt, naja, ich gehe jetzt hier Freitag früh einfach mal long rein. Das sieht alles stabil aus. Ich sichere mir den da knapp ab. Sobald die erste rote Stundenkerze kommt, dann gehe ich halt wieder raus. Aber dann bin ich schon mal auf dem Weg Richtung 13.000 mit 800 mit dabei. Würde ich persönlich dann eher in die Richtung so einem K.O. greifen. Natürlich, ja, warum habe ich den genommen? Also den habe ich jetzt mit dazu genommen, neu hinzugenommen. Die anderen, die sind ja unverändert mit drin. Ich habe quasi den alten von 11.000. Wir hatten ja bei, wo hatten wir den Long reingenommen? Da waren wir bei 11.500. Jetzt ist es eigentlich krass, oder? Waren wir da wirklich? Wir waren, glaube ich, bei 3.
Boah, jetzt muss ich mal kurz gucken, ey. Waren wir so weit unten gewesen? Ist der so weit gestiegen jetzt? Dass wir jetzt hier so einen Schein drin stehen haben. Aber man muss ja dann. Wir waren hier unten. Ja, echt krass. Wir waren hier gewesen. Genau, da haben wir einen Long reingenommen mit 11.150 war, glaube ich, der K.O. Der hat natürlich jetzt ordentlich Fahrt aufgenommen. Also der müsste jetzt ein paar Euro mehr wert sein. Deswegen habe ich den jetzt erstmal rausgenommen. Das ist für neue Trades einfach nicht mehr handlich. Ja, deswegen haben wir hier jetzt den neuen mit reingenommen. 13.140. Warum würde ich die 13.140 nehmen? Das habe ich genommen, weil ich weiß, dass einige von Ihnen ja dann doch die Dinger immer länger halten, wie sie das eigentlich sollen. Auch wenn ich das so nicht meine und selber das auch so nicht machen würde wollen. Ne, ich sage ja immer dazu, dass ihr das wirklich für die Aufwärtsstrecken nutzt. Solange der schön nach oben treibt, kann man damit arbeiten. Und die 13.140 ist für mich so ein Bereich. Das seht ihr hier unter der Kerze auch. Also mir ist wichtig unter der 13.200. Ich glaube, wenn der Markt zurückläuft und er stößt sich von hier so 450 oder so, 300 auch, schöne Marke, wieder nach oben ab, dann kann der auch nochmal Richtung 14.000 antreiben. Wenn der aber unter 200, so unter 1,50 fällt, glaube ich, dann fällt der eh durch. Dann wird der wahrscheinlich bis auf die Kante hier fallen halt, ne, und wird sich hier nochmal bis auf diese Channel-Kante nach unten zurückhangeln. Das wäre dann so der Bereich um 12.500, da ist auch noch ein offenes Gap. Das wäre dann attraktiv und deswegen würde ich sagen, bis 200 oder was, das ist noch okay, aber danach, da hat man auf der Short-Seite nichts mehr verloren, auf der Long-Seite nichts mehr verloren unter 13.200 und deswegen würde ich einfach dort den K.O. hinlegen. Ja, das um ein bisschen um das herzuleiten, ansonsten brauchen wir hier nicht viel erklären. Im Tagesschart sind wir gerade schon. Hier ist jetzt die 13.800, der nächste Punkt. Dort ist eine Reaktion vorgesehen auf Tagesebene. Erstmal als Rücklauf eben auf die 450, das wäre ganz üblich, sollte aber durchgehen, seht ihr das auch hier, wäre dann die 14.100 erstmal die nächste. Da laufen wir dann von unten an diesen alten Keil unten dran. Ne? Und da kreuzen sich auch, wenn man die Future-Kurse nimmt, hier noch so eine Querlinie. Das Thema hatten wir gestern erst. Ja, das sind so zwei interessante Marken, wie ich finde, 13.800 und 14.100 und darüber ist dann, ja, der Deckel offen, dann kann er dann laufen, wie er will. Das ist dann pures Bullenterrain, ist es auch jetzt schon, ist jetzt schon ein bullischer, sehr technisch bullischer Bereich. Hier hat der Markt nach oben leichtere Chancen als nach unten, aber wie wir das gestern schon gesagt haben, seht es nicht zu einseitig, seid nicht zu krass nur auf der einen Seite unterwegs. Also insbesondere wenn der Markt dann harte Signale nach unten liefert, hat man jetzt zum Donnerstag nicht wirklich, ne? Also da waren keine bedrohlich. Ich meine, die Stundenkerze hier, die hat ein bisschen Potenzial gegeben nach unten raus, aber wäre man jetzt ordentlich im Verlust gestorben, wenn man das versucht hätte, man hätte aber auch eben nicht keine großen Preise gewonnen. Ja, aber wenn dann harte rote Kerzen kommen, versucht euch neutral denen zu öffnen, dass ihr dann nicht dasteht und dann die ganze Strecke runterzu nur Long gegen ballert, hat man auch nichts gekonnt halt. Ne? Deswegen schön vernünftig bleiben, solange der zeigt, dass er hoch will. Das sieht für mich jetzt hier noch so danach aus, wie er es will. Das mal probieren, oben Richtung 13.800. Dann kann man hier noch Long versuchen und auch darüber natürlich auch weiter Long versuchen. Aber kommen hier fette rote Kerzen rein, bitte, bitte, bitte nehmt die ernst. Ja, ignoriert das dann nicht und dann nicht, ach Gott, jetzt gehe ich long dagegen oder was? Nee, dann lasst ihm nach unten ein bisschen Auslauf, lasst ein bisschen austreten, lasst ihn dann erstmal runterkommen, dass er sich wieder zur Ruhe findet. Guckt euch an, wie er sich stabilisiert und wenn ihr seht, na, das war's jetzt gewesen, er tritt jetzt wieder auf, dann kann man long rein. Aber nicht in die roten Kerzen reinhalten, ne? Das kostet noch Geld, das ist schade drum. Gut, okay, ja, mehr braucht man nicht besprechen. Das ist letztendlich noch wie gestern. Ist noch im Setup drin. Sieht aber ein bisschen aus, wie als würde er einen Trigger spielen. Gucken wir mal, wie er reinkommt. Und dann wünsche ich euch einen erfolgreichen Freitag. 13 Uhr verfeilt der DAX Future. 17:30 dann die Aktienoption. Ich glaube, die DAX-Optionen verfallen auch 13 Uhr. Und Amerikaner 22 Uhr dann halt, ne? 22 bis 23 Uhr verfällt dort der ganze Kram. Das sollte man vielleicht auch noch im Hinterkopf behalten. Ja, und danach ist der Verfall vorbei. Ne? Sprich, alle, die sich im Corona-Crash ja abgesichert haben, haben wahrscheinlich auf September oder auf Future-Kontrakte gesetzt. Na, die sind alle weg vom Fenster. Bietet Chancen fürs nächste Jahr. Ich sage auch, dass. Klar, wir haben oben schöne Chancen und der kann weit laufen, aber wir haben auch im Jahresstart einen Hanging Man stehen, Freunde. Da gucken wir mal in der Jahresausblicksanalyse dann auch nochmal mit drauf. So eine Kerzen, die werden gerne nach unten einmal abgelaufen. Also da darf man für nächstes Jahr auf jeden Fall
Es wird ein spannendes Trading-Jahr, auf jeden Fall 2021, davon gehe ich definitiv aus. Und wahrscheinlich, nee, das mal, ich will nicht zu viel brand. Das machen wir in einer separaten Analyse, dann gucken wir uns mal wirklich ein bisschen Ausblick fürs nächste Jahr an. Ich mache jetzt hier einen Cut, wünsche euch viel Erfolg zum Freitag und wir hören uns wieder am Sonntag, für den Montag dann. Bis dahin, tschö.